guten Morgen. Wir melden uns aus der Küche zurück. Und da sind wir auch gerade aufgestanden. Haben schon echt lange geschlafen. Und uns hat natürlich der Regen begrüßt hier. Wie wir prophezeit haben, wird es wahrscheinlich nur ein Drinnensitztag. Aber so ein Cottage-Berlin ist halt auch mal süß. Auf jeden Fall machen wir uns jetzt unser Frühstück. Marie wäscht noch hier irgendwas ab. Marie, den Porridge-Topf, ja. Den Porridge-Topf. Genau, dann machen wir einen cozy Raining Day wahrscheinlich. Darling, you're with me, always around me. Only love, only love. Darling, I feel you under my body. Only love, only love. Give me shelter, or show me heart. Come on, love, come on, love. So, hier einmal die Ergebnisse von heute. So, wir haben jetzt Abendessen gemacht und zwar die Grillreste. Dann hier noch eine fette Portion Nudeln mit Pesto, Knoblauchbrot. So eine, ich kann den Namen nicht aussprechen, ist ein bisschen angebrannt oben. Wieder mit so einem Tomatenaufstrich und Tomaten, Rucola und Oliven. Und einen Salat. Und das lassen wir uns jetzt schmecken. Oha, mein Gott, was ist los mit dir? Hey, du bist so fies. Süß. Nein, Linda Schneidlife. Linda Schneidlife. Leute, wir machen das zum Feiern ready und zwar gehen wir auf so eine Dorfparty hier im Nachbardorf. Endlich wieder Dorfparty. Schlager, Rock und Pop. Alles, was wir brauchen. Wir müssen uns einfach genauso anziehen, wie wir zu Hause im Dorf feiern gehen, wenn wir feiern gehen. Man hat es auch ein bisschen dezent vermisst, die Schwarze im Mars zu kippen. Ja, ach ne, mal schauen, ob es da gibt. Los geht's. Oh je, es gewittert und wir gehen hier auf Scheiße. Licht muss ich noch ausmachen und wir gehen hier auf Girls Night Out. Wuhu. So, jetzt können wir erstmal das Navi hier anschalten, liebe Freunde. Wo ist denn der Spaß hier? Oldenburg. Nee, die Straße hier. Hast du die Adresse rausgesucht? Und wie viel Autofahrt haben wir? 6 Minuten? Ja, haben wir, können wir auch nach Hause laufen. Zum Notfall. Das ist echt Blitz, echt krass. So, und jetzt Abfahrt. Abfahrt zur Party auf Media Street. Im Wasser spiegelt sich die Sonne der Nacht und ihr Energy Weed und Schweiß. Ihr Spaß hier drinnen weiß, wie ich schreis. Mein Herz im Duft liegt und ziemlich nice. Voll garantiert, dass es ziemlich nice. Komm her rein, gib mir die Karte, wir schalten. Ich zieh mir die Lage, rolle von Party zu Party. So, wir laufen jetzt absolut rein in die Breitfläche. Oh, und schau zu. Aber los, Spatz. Oh mein Gott, unsere Musik. Du hast dich auch gefragt, was nicht so heißt. Ich wollte nicht, dass du das weißt. Ich hab dich gefragt, was du noch für mich bist.
zu Hause bist immer nur du. Das Häuschen habt ihr da? Ja. Wie viele Zimmer sind denn da? Viele. Sechs Personen. Sechs Personen. Also drei Schlafzimmer mit jeweils Doppelbett. Kalle, wir können in Krami Urlaub machen. Die drei Mädels kommen aus Bayern. Die machen in Krami Urlaub. Wenn wir zu Anton Henry fahren, auf der linken Seite ist eine Bauernhof, das ist umgebaut zum Ferienhäuschen. Für sechs Personen. Ja. Für drei sind ja. Da. Wunderschön. Hallo, hey, hey, hallo, hey, wieder zurück von der Party. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie lange wir dort waren. 3 Stündchen oder so. Die Band hat auf jeden Fall noch weitergespielt, aber irgendwann war dann die Musik, die wir gar nicht mehr gekannt haben, das waren wahrscheinlich so richtige krasse 80er-Jahre-Lieder. Da bin ich ausgewachsen. Ja, ach nee, auf jeden Fall fanden wir es eigentlich richtig geil. Das Wetter war jetzt schon ordentlich scheiße so. Es hat immer krass geregnet, dann hat es wieder kurz aufgehört und hat nur getröpfelt so. Aber es war trotzdem richtig lol. Es war so lol. Es war immer sau random, dass man in einem so anderen lol. Dorf auf dem Party war und keine Ahnung. Wir dachten zwar, es sind mehr Jugendliche da. Es war nur aber es waren halt wirklich nur, keine Ahnung, Ü40 Leute. Ü40 und aufwärts halt so. Aber wir haben es trotzdem gefühlt. Und wir lieben halt einfach solche random Aktionen zu machen und ja, keine Ahnung. Ich lieb's. Ich auch. Auf jeden Fall sagen wir jetzt gute Nacht und bis morgen. Ja. Moin Leute, heute ist der letzte Tag angebrochen und zwar haben wir auch ein bisschen was vor, beziehungsweise wir fahren jetzt eine Stunde Richtung Klimansland. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, so von Finn Kliman, die Ranch, die er da hat. Und da ist auch ein Café und da wollten wir jetzt eigentlich mal hin ranchen. Und so haben wir einfach uns ins Café reinhocken und keine Ahnung, wenn wir schon mal hier in der Nähe sind, dachten wir, wir brennen einfach mal runter. Wir klammern es ab. Die Sonne ist gerade rausgekommen, Leute, das Wetter ist mwah. Deswegen brechen wir jetzt eigentlich auch gleich auf. Und dann ist es schon der letzte Tag und wir haben noch so viel Essen im Kühlschrank, den müssen wir auch noch alles irgendwie reindreschen, weil sonst, wir wollen ja nichts wegschmeißen und eigentlich ist sonst, wir haben noch so viel auf der Liste, aber irgendwie schaffen wir gefühlt alles nicht. So, wir sind jetzt angekommen, wir konnten am Anfang gar nicht einschätzen, wie viel los sein wird, aber es stehen auf jeden Fall ein paar Autos hier auf dem Parkplatz, das heißt, es ist kein Cringe-Moment, weil da auch andere Leute da sind. Genau, und jetzt gehen wir rein und schauen, was wir da so entdecken können. Was brauchst du denn aktuell, Simone? Ihr wisst doch alle, was ich brauche. Die Liebe abgerissen. Das war ein ganz klarer Fall. Was gibt's bei mir schon Nettes? Zeit ist natürlich auch toll. Wärme, Sonne, Kraft, Muse. Zeit hier im Cottage lachen. Ja, auch eine Zeit, ja. Kraft suchen. Ich will aber auch die Liebe, Simone. Gib jetzt her. Dass ihr mich alle versteht, sonst fragt einfach nach. Ja, mein Name ist Annika. Wir auf unserer Koppel. Hier finden viele Dreh statt. Unter anderem der letzte große Dreh hier auf der Koppel war der Livestream mit Ben Dömer. Da ist die Gondel, wo er drin aufgelegt hat. Und die Jungs drumherum geschweißt haben während dem Livestream. Ja, ach, die Rutsche ist halt episch. Mehr als episch, genau in den Sumpf rein. Boah, das dahin geht mir natürlich am meisten weit. Boah, der Wohnwagen, Hammer. Die Couch wird uns auch ins Wohnzimmer stellen.
Da haben wir noch Gemüsegarten. Hier baut Jonas Salate an. Gurken, Tomaten, Paprika, Kürbisse. Das alles wird hier mit auf dem Hof verwendet für Veranstaltungen, fürs Café. Ja, alles, was gesund und lecker ist, wächst hier halt und wandert in unseren Magen. Hier vorne haben wir den Saalbereich. Der Saalbereich ist letztes Wochenende ganz frisch fertig geworden. Wir haben letztes Wochenende 5 Jahre Klimansland gefeiert. Unser neues Firmenlogo, das Auto. Das Auto hat vorne einen Flammenwerfer. Wenn man auf den Knopf drückt, ist jetzt aber ausgeschaltet. Und hinten haben die Jungs noch eine Cocktailbar mit eingebaut. Ich möchte mal was machen. Genau, da kommt es auf den Rollen. Genau, bei der Lutschung, da kannst du. Ja, super, ciao. Also, wenn ich mir reinspringe, ja. Sieht schon lecker aus. Moritz, das sind gleich Milch, oder? Alles hat mich gefragt, was du nehmen wirst, und ich habe gesagt, den Erdbeer. Echt? Ich sehe ohne vielleicht einen Käse-Erdbeer, aber Erdbeer. Ja, es liegt auf der Hand, Leute. Spatz, oder? Hammer. Das sieht einfach so lecker aus, ich kann nicht mehr. Und das ist vegan. Alles hier in Kaffeefass. Ja, ach nee. Jetzt erstmal ein Taste-Test, oder? Jetzt bin ich mal gespannt. Geil. Mhm. Ich noch, wir hatten noch nie vegan so einen Apfelkuchen, oder? Mhm. Geil. Das ist Sahne. Mega. Sieht so schön aus, ich kann einfach nicht mehr. Ich mag einfach mehr. Ich bin Team-Erdbeer. Okay. Also wir müssen noch auf jeden Fall den Kuhduft erwähnen, dann den Sonnenaufgang. Kuhduft, Sonnenaufgang, Fahrrad mieten, Fahrradtour. Sonnenaufgang und Fahrradtour. Das Meer müssen wir es eigentlich nicht erwähnen, nee. Oder? Und das KDF-Dorffest. Mone und Alicia haben auch noch ein Gedicht verfasst über die Reise. Das könnt ihr ja, wenn ihr wollt, euch durchlesen. Wir lesen es nicht vor, ihr könnt euch es ist durchlesen. So billig, Leute. Es sind halt nur Endreime. Es ist ja voll unscharf. Ah, jetzt wird schärfer. Ich habe gesagt, der Philipp soll den nehmen, den sie nicht will. Wir haben gerade mitten hier am Weg gehalten, wenn wir eine Windmühle entdeckt haben und dachten, wir steigen mal aus. Warum auch nicht? Wir lieben Windmühlen. Die Kuh starrt uns die ganze Zeit an. Echt? Ja. Die sind in Angriffsstellung. Marie, du musst jetzt wieder ein Mu-Geräusch machen. Nee, da hinten sind Leute. Vor allem, die heißt einfach Elisabeth, so wie unsere Omi, die Lizzie. Omi Lizzie. Alter, ich zitter ja voll. Ich kann noch mehr. Sind ein bisschen klar. Wir sind jetzt wieder zurück hier im Cottage. Heute ist unser letzter Abend, deswegen dachten wir, wir lassen uns heute beim Essen mal richtig krachen und machen heute Mommes mit veganen Nuggets. Die gibt es dann später, dann gucken wir in den Film. Und jetzt haben wir auch gerade noch einen Kuchen vorbereitet. Den wollten wir eigentlich schon viel früher backen. Kuchen-Pommes-Nuggets. Ja, ach nee. Wollten wir eigentlich schon früher backen, so, aber wir sind nicht dazu gekommen. Und jetzt haben wir die ganzen Zwetschgen hier. Deswegen dachten wir, müssen wir den jetzt immer noch backen. So, und den können wir dann morgen bei der Fahrt essen. Genau, und sonst steht eigentlich heute nichts mehr an. Wir wollen vielleicht noch ins Gästebuch schreiben. Ich weiß nicht, eigentlich müsste es auch easy going gehen. Es geht auch easy going, aber ich... Wir wollen im Urlaub keine Bürokratie machen. Perfekt. Wir wollen einfach keine Bürokratie machen, obwohl es ja eigentlich easy going ist, aber ja. Es sieht einfach nur aus wie so ein Zwetschgenkeks. Wir sind absolut gefährlich. Eigentlich wäre das so ein halbes Backblech, Sprachfehler. Also hätten wir so bis hier ausrollen dürfen und deswegen wurde es so teichig, keksig halt einfach, so dünn. Und ja, wir hatten zu wenig Zwetschgen, also ist schon echt ein Fail. So, das Abendessen ist fertig und zwar Mones Mommes mit veganen Nuggets. Es sieht so viel und fettig aus. Es sieht so mega aus, Leute, so ein richtiger Fastfood-Abend jetzt. Geil. Jeder hat seinen Platz, da hinten hockt Alicia, da hockt Jimone und da sitze ich auf dem Sonderplatz mit meinem Beistelltisch. Und jetzt gucken wir den Film Parasite. Hübsch ist sie auch. Aber sie wirkt nicht so, als ob sie besonders geliebt wäre. Ja, wenn wir schon am Träumen sind, dann mache ich einfach weiter. Wir haben jetzt den Film zu Ende geguckt und uns ins Bett ready gemacht. Heute ist die letzte Nacht hier und dann geht's morgen nach Hause, die 7 Stunden Fahrt. Aber erst müssen wir morgen alles mal klar Schiff machen und so.
Und dann platzt die Bubble der Reise wieder. Man ist wieder psychisch unter Druck und man denkt, scheiße, am Montag muss er wieder funktionieren hier in der Arbeit etc. Ich graut so hart. Nach 2 Wochen ist man wirklich so, als hätte man einen Monat Weltreise gemacht gefühlt oder ein Jahr, I don't know. Naja, dann sagen wir euch erstmal gute Nacht und dann bis morgen. Ja. Wir sind gerade hier am Abbauen und keine Ahnung, es ist einfach nur trostlos hier alles. Hier mit so Blumen auch schon in den Müll geschmissen. Beziehungsweise die, wo noch gut waren, habe ich hier die Pflanzenköpfe abgemacht. Das hat jetzt noch der Besitzerin. Da hat die wenigstens noch einen schönen Anblick. Die werden schon auch noch abbauen. Man holt gerade den Bus raus und sonst sind wir einfach nur am Werkeln. Haben wenig Gefäße für unser ganzes Essen, was wir für die Fahrt fertig gemacht haben. Der Kuchen muss auch noch aufgegessen werden. Ey, der harte Puck. Ich habe schon gestern probiert. Das war schon echt grenzwertig, aber es wird trotzdem gegessen. Jetzt haben wir noch einen Waschgang an. Müssen noch trotzdem noch Geschirr waschen. Es wird alles ein bisschen stressvoll, aber wir liegen noch gut in der Zeit. Wir müssen um 11 Uhr raus sein. Deswegen, Leute, sind wir guter Dinge. Aber es ist einfach nur sad. Es ist einfach nur sehr sad. Da war eine Spinne drin. Wie immer so ein Zoom-Mensch bin, ich glaube, die Leute sind richtig abgefuckt von meinem Zoom rein. Wir machen den Effekt nicht wie die ganzen anderen YouTuber, sondern wir zoomen wirklich alle. Ich zoome wirklich, weil es macht so Bock zu zoomen und die Wahrheit der Dinge zu sehen. Da war eine Spinne drin, ich bin noch nicht. Ich bin noch nicht doof. So. Ah! Nicht stopp! So, wir haben jetzt alles von uns rausgeräumt, auch nochmal kurz durchgestaubsaugt und auch noch die andere Spülmaschine ausgeräumt und so. Genau, und jetzt ist Aufbruch. Alter, das ist eine ganze Line. Ich kann nicht mehr reden. Oh mein Diese Gott. Wunderschöne Farbe. Und wir werden das Oldtimer-Treffen, wow. Du bist so ein Clown. Ja, genau. Würde ich hier noch ein paar Tätigungen für die Leute. Den Fußballer. Ich wollte doch vor Arm-Workouts hier. Ich mach keine Riech. Arm drücken. Nee, macht das überhaupt richtig Sinn? Nee, spannend. Versuchen wir noch zu kommen, es geht nicht. Das ist es nicht. Von Mario lenkt die Kutsche die ganze Zeit. Oh, das ist Audi. Aber wir sind ja das. Was machst du, Frotscher? Wie beim Wannabe-Stripper. Oh, der Kleine springt schon hoch. Der Kleine Schatz! Der Bruder springt schon hoch. Ah, sieht man ihn sogar. Hallo, lass uns rein. Sind wir schon auf der Terrasse. Wir hören uns doch klar. Hä, hey, oder? Die Anne muss doch da sein. Oder ist sie auf Training mit Trainer? Ich weiß es nicht. Sonder hat keiner Training. Oh. Komm her! Du Kleine! Komm hier, Sa! Deine Mama ist wieder da. Nein, es sind nur deine Kinder. Ich liebe dich so, mein kleiner Schatz. Deine Mama ist wieder da. Mami ist wieder da. Ich muss ihn riechen. Oh, Stu, du riechst ihn. Mami vermisst, oder?